Hallo, wir befinden uns in Modul 3, Kommunikation online, im MOOC Das Internet in meinem Unterricht aber sicher. Kommunikation hat sich ja in den letzten Jahren sehr verändert, vor allem Kommunikation übers Netz. Was wir viele Jahre über E-Mail mit anderen kommuniziert haben, hat ja jetzt ganz viele neue Wege auch erhalten. Wir haben beispielsweise in Schulen Lernplattformen wie Moodle, über die wir jetzt uns austauschen können mit Lehrkräften, mit den Schülern. Wir haben aber auch die Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Threema, die wir nutzen können. Wir haben die sozialen Netzwerke, über die Kommunikation möglich sind. Wir haben alle Dienste wie Skype, wo wir uns sogar sehen können und mit den anderen sprechen. Und wir haben Foren, über die wir mit Schülern oder mit Lehrkräften kommunizieren können. Es gibt aber auch einige wichtige Dinge, die wir beachten müssen, vor allem wenn wir bestimmte Zielgruppen ansprechen. Wie ist denn das, Debbie, wenn wir vor allem mit Kollegen kommunizieren? Ja, also gerade bei Lehrerkollegen sollte man daran denken, dass nicht jeder Kollege oder jede Kollegin alle Kommunikationskanäle, alle digitalen kennt und beherrscht. Da ist normalerweise die E-Mail immer noch das Mittel, wo man gut und sicher kommunizieren kann. Wichtig ist auch im Hinterkopf zu haben, gerade bei Konfliktgesprächen, bei Gesprächen mit problematischen, sensiblen Inhalten, dass man dann da auch lieber das Gespräch Angesicht zu Angesicht sucht, auch aus Sicherheitsgründen und Datenschutzgründen. Das ist gerade bei Kollegen eigentlich wichtig. Ja. Wie gehen wir denn mit Datenschutz im Sinne von Leistungsbeurteilungen um, wenn es um diese Kommunikationskanäle geht? Ja, also alles Dienstliche sollte man eigentlich am besten aus der digitalen Welt herauslassen. Das heißt, Noten, auffälliges Verhalten von Schülern, solche Dinge zu besprechen, das sollte man beispielsweise nicht auf Facebook im Chat tun. Am besten wirklich von Angesicht zu Angesicht, damit das geschützt ist. Ja, und auf was müssen wir denn achten, wenn wir mit Schülern kommunizieren? Ich glaube, da gibt es schon auch noch mal einige Dinge zu bedenken, die einen Unterschied machen zu anderen Zielgruppen. Ich meine immer, dass wir hier uns noch mal genau überlegen sollten, wo sind meine eigenen Grenzen? Ich glaube, was wichtig ist hier zu beachten, dass ich auch eine professionelle Distanz bewahre und mir auch genau überlege, möchte ich eigentlich dieses Angebot, mich anzuschreiben, der Kommunikation zeitlich beschränken oder möchte ich immer erreichbar sein? Auch hier können wir natürlich Lernplattformen der Schule nutzen. Wir können hier auch immer überlegen, welche ich nutze zu bestimmten Anlässen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Besonderheit. Aber was meinst du mit Leistungsbeurteilungen auch über beispielsweise Schulplattformen? Ist das nochmal eine andere Sache? Ja, da muss man natürlich genau abwägen, wer ist da unterwegs auf diesen Plattformen, wer hat da alles Zugriff. Sind es jetzt rein nur die Schüler oder auch andere Lehrer oder vielleicht auch Eltern? Das heißt, da sollte man prinzipiell daran denken, dass man die Daten schützt, dass man wirklich die Plattform angemessen wählt und auch dort schaut, auch wenn es eine Lernplattform ist, welche Inhalte gehören dahin und welche nicht. Und wichtig auch bei den sozialen Netzwerken, wenn man sich zum Beispiel Freundschaftsfragen von Schülern gegenüber sieht, zu denken, wenn man jetzt eine Freundschaftsanfrage von dem einen annimmt, ist das quasi vielleicht eine Bevorzugung anderen Schülern gegenüber, die auch nicht auf der Plattform sind. Das heißt, da sollte man gerade auch die professionelle Distanz sehen, dass man da niemanden bevorzugt oder benachteiligt. Das ist richtig. Allerdings gibt es auch gesetzliche Rahmenbedingungen, vor allem bei uns in Deutschland hat das eine große Bedeutung und ist auch sehr unterschiedlich in den Bundesländern, denn in manchen Bundesländern darf bei uns beispielsweise WhatsApp oder Facebook gar nicht benutzt werden zur Kommunikation mit Kindern und Jugendlichen. Mhm. Eltern ist ja eine nächste Zielgruppe. Natürlich ist auch die Kommunikation ein Stück weit erleichtert, wie ich mit Eltern in Kontakt trete. Früher war es der Elternbrief. Heute kann ich natürlich auch über diese Kanäle kommunizieren. E-Mail ist hier eine Möglichkeit, aber wo sind denn hier die Grenzen? Ja, auch hier gilt, genauso auch wie mit Gesprächen mit Kollegen, Konfliktgespräche, problematische Inhalte, wenn man jetzt zum Beispiel ein Verhalten von einem Schüler besprechen möchte, da eignen sich soziale Netzwerke natürlich nicht dafür. Da sollte man immer bevorzugen, sich Angesicht zu Angesicht zusammenzusetzen und zu sprechen oder ein Telefonat zu führen. Ist denn der klassische Elternbrief ad acta gelegt? Also ich würde das so sehen, der wird auch immer noch bleiben, denn das ist immer noch ein Weg, wo man auch alle erreichen kann, denn auch nicht alle Eltern benutzen diese Kommunikationswege, auch teilweise nicht E-Mail. Also da sollte man schauen, dass man wirklich alle erreicht.
Ja, das heißt, auch hier müssen wir immer schauen, sind denn alle Eltern eigentlich per E-Mail vernetzt? Ja, wir haben jetzt noch mal ein paar Guidelines. Was muss ich generell beachten, wenn ich Social Media benutze als Lehrkraft? Und wenn wir hier noch mal rausgreifen wollen, würde ich hier auch noch mal in den Vordergrund stellen, dass ich vor allem über Social Media noch mal sehr genau überlege, was ist meine Privatmeinung und was muss ich eigentlich als Lehrkraft beachten, wenn ich hier tatsächlich Schulmeinung vertrete oder Privatmeinung, also hier auch einen Unterschied machen. Was hätten wir hier noch an Aspekten, die wir besonders beachten müssen? Wir haben ja so ein paar Sachen schon gesagt. Ja, dass man sich selber auch vorbildlich verhält, das heißt, dass man keine Urheberrechtsverletzungen begeht, auch bei der privaten Nutzung, dass man auch ja, mit Passwörtern sicher umgeht und da auch nicht einfach diese weitergibt und dass man auch darüber nachdenkt, wenn man mitbekommt, dass Schüler sich auf unangemessene Weise verhalten, wie geht man dann damit um? Ja, und dann ist ja Social Media auch im Unterricht eigentlich wunderbar einzusetzen. Und hier haben wir natürlich auch ein paar Aspekte, die wir beachten müssen. Es geht hier vor allem auch nochmal darum zu gucken, welche Geräte setze ich ein. Das ist natürlich sehr abhängig vom Alter der Kinder und auch anlassbezogen zu überlegen, welche Geräte ich im Unterricht einsetze. Und wichtig, was man hier natürlich sehr einsetzen kann, dass man gemeinsam auch Regeln festlegt, meine ich, wie wir miteinander kommunizieren wollen und auch mal frühzeitig darüber spricht, was ist uns besonders wichtig in der Art und Weise der Auseinandersetzung und an welche Regeln wollen wir uns halten. Auch hier natürlich, das haben wir jetzt schon mehrfach genannt, Passwörter und Sicherheitseinstellungen, was Kinder und Jugendliche üben müssen und was wir ihnen auch im Schulunterricht beibringen sollten, ist wie durch Passwörter und Sicherheitseinstellungen in den Diensten vornehmen. Und wenn ich hier auf diese Dinge achte, glaube ich, kann Social Media auch im Unterricht ganz gut funktionieren. Ja, vor allen Dingen, wenn die Sicherheitsreflexe trainiert werden und wenn die Regeln, die Verhaltensregeln stimmen, dann kann man da getrost das im Unterricht einsetzen. Ja, dann wünsche ich viel Spaß mit dem Kommunizieren übers Internet.